Oh, da wollte er böse sein, der Eis da, und dann hat er kassiert, der Lelek. Okay, nice. 3 von 5, check. Regis wie Speedo Sound aus One Piece, One Punch Man. Speedo Sound ist sehr, sehr nice. Beim Senden gemerkt, ich meinte El Salvador. El Salvador. Okay, nächste Trainerin. Was könnte das für eine Trainerin sein, Chat? Ich würde sagen, das sieht mir nach einer Psycho-Geist-Tante aus, oder? Psycho oder Geist, hätte ich jetzt gesagt. Psycho-Geist-Gift, maybe? Gift wäre auch auf jeden Fall noch legit. Fee, Kappa, ich glaube Fee eher weniger. Kommt schnell und fällt nach einem mit um. Aber auch nur bei, Saitama, ne? Boden. Boden hatten wir schon. Du kleiner Lügner, Creepy. Apropos Chat. Stand jetzt haben wir sage und schreibe 0 Tier 3 Subscriber. Was mich nicht wundert, weil Tier 3 Subscriber bzw. Tier 2 Subscriber eigentlich sehr, sehr, sehr unnötig auf Twitch ist. Eister, danke für 27 Monate der Treue. Willkommen zurück, mein Freund. Danke dir. Ich denke, es ist Gift. Und wenn es Gift ist, gehen wir mit Holzner ran. Right? Ja. You deserve congratulations for making it this far. Ich habe, glaube ich, vergessen zu speichern. But your journey will end here. I'm Elizabeth, the Iron Queen. Oh Gott. Iron Queen. Lass mich raten, du benutzt Stahl-Pokémon. Oh. Tatsächlich. Hey, Nivusu. Willkommen zum Stream. Lieber 5 Subs giften. Ja, eben. Also, was Support angeht, ist Tier 3 und Tier 2 ziemlich wack. Tier 2 ist okay, aber Tier 3 ist sehr, sehr wack. Nee, das ist aber bei allen so, Annies. Wer subbt da jetzt schon bitte schön für einen Emote? Hey, Marshmallow Panda! Das ist einfach sinnlos. Indem du einen Filter benutzt. Damit geht das sehr, sehr, sehr einfach. Mit den Rändern. Nie wozu. Das tut weh. Wenn die Emotes krass sind, überlegt man sich das schon mal. Nee. Egal wie krass der Emote ist, ich würde nie bei jemandem Tier 3 subscriben. Nie. Lohnt sich einfach nicht. Da hast du nichts von. Welchen Filter benutzt du? Ich glaube den HQ2X-Filter, wenn ich mich nicht irre. Müsste HQ2X sein, glaube ich. Ich habe Milotic verloren. Das tut weh. Nee, brauchst du eh nicht, Annie. Alles gut. Brauchst du eh nicht. Will ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich werde auch nie gute Tier 2 oder Tier 3 Emotes reinnehmen. Das reicht. Das ist doch wasted. Dann nehme ich das lieber als normalen Emote rein. Die Option ist 4 weitere Streamer subscriben und auf Tier 3 upgraden. Ja, eben. Dann supporte ich doch lieber auch noch andere. Benny. Du hast gute normale Emotes. Alter Lamanto. That's rude. Das hittet ziemlich hart. Dann gehen wir doch mal auf Laren. Wie viele Tier 2s hast du eigentlich? Wir können mal gucken. Ich glaube, es müssen 7 sein. Es sind 7 Stück. Es sind 7 Stück. Ja, 7 Stück sind es bei mir. Alter, Laren macht mal was. Der Wahnsinn.
und Agron. Da können wir auf Nostra gehen. Nostra für Crossjob. Reicht das? Uff. Iron Tail, das überleben wir aber. Okay. Metagross! Eieieiei, da müssen wir auf Buddle hoffen. Ja, ich muss bei Metagross auf Buddle hoffen. Oh oh, Max Revive auf Buddle? No, 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 kein Attack Buff, kein Attack Buff. Okay, nice. So, Buddle ist schneller und haut jetzt Flamethrower raus. Two Hit, okay, nice. Iron Defense! Danke für die Donation, Metagross. Sehr lieb von dir. Get the hell out of here. Buddle die Trap. Buddle ist meine liebste Trap. Wie heißt das Krüppelpok Layron? Weil ich die nach Zuschauer benenne. Die Pokémon. Und Layron wollte unbedingt eins sein. 46 EP. Worth it. Okay. So, Champion Time. Time. So. Alright. Freunde, an dieser Stelle nochmal Shoutouts. Ausrufezeichen Merch. Ja, wer heute während des Streams etwas bestellt oder generell in Zukunft während eines Streams, es wird im Stream sogar eingeblendet. Okay? Und ihr kriegt einen extra krassen Hype. Also, let's go. Und wir haben sehr, sehr geile Sachen, wie zum Beispiel das hier. Ja, dieses Oberteil. Das ist schon nice. Lohnt sich. Schaut das an Elbs an dieser Stelle. Okay. So. Champion Time. Auf geht's. Kaori. I knew I would get to face you. The first time I saw you, I knew you had great potential. You really are good. But now it's time to face the real Zeri League Champion. Alright, let's go. Ah, der sieht sogar schon ziemlich knackig aus. Black and white. Oh, ho, ho. Ah, ich glaube, ein dümmeres Matchup hätte ich mir nicht wünschen können. Oh Gott. Okay, okay. Das ist in Ordnung. Surfer. Slash, nicht gritten. Danke. Solider Tool KO. Nice. Dragon Rage. Okay. One Pokémon down, five to go. Lucario. Ah, da können wir zu Battle gehen. Welche Edition ist das? Das ist Pokémon Light Platinum. Muss ich jetzt vor Extreme Speed aufpassen? Die Frage ist, muss ich jetzt vor Extreme Speed aufpassen? No, oh, fuck. Ah, das tut weh. Ja, ich hätte auf Layron gehen können. Ich weiß ja aus Erfahrung, dass dieses Lucario jetzt höchstwahrscheinlich sowieso nichts gegen mich machen kann. Oder? Kann es was gegen mich machen? Ich glaube, es kann gar nichts gegen mich machen, weil ich habe ja selber ein Lucario. Ja, lass einfach Crunch Spam. Oh, muss ich jetzt? Ja, wir gehen für Curse. Wir müssen für Curse gehen an dieser Stelle. Egal, ein Trank ist raus, das ist gut. Und dieses Matchup ist basically free. Von daher kein Problem. Kann Regie einen Satz bilden. Oh Gott. Schon wieder ein neuer Clip. Okay. Two down, four to go, Leute. Lucario ist down. Salamence. Okay, da müssen wir auf Lucay gehen. Ich habe nämlich nur einen guten Out gegen Salamence und das ist Lucay mit Eistrahl.
Ice Beam? Outrage. Das sollten wir gut tanken können. Easy. Critical Hit. Okay. Next up. Laren? Erstmal den Bedroher wegtanken. Hypnose. Nice. Into Curse. So, danach wird Milotic hochgeheilt, weil Milotic wichtig ist für uns. Soll ich euch mal einen Trick gleich zeigen, wie ihr in solchen Spielen wunderbar cheaten könnt? Nee, das wollt ihr nicht wissen, oder? Ihr seid alles ehrenhafte Pokémon-Spieler. Das wollt ihr nicht wissen. Ich könnte euch aber theoretisch einen Trick zeigen. Ehrenhaft, genau. ich drafte morgen nicht Tragetasche. Ich drafte erst am Sonntag. So, der Trick ist nämlich, wenn ihr etwas Bestimmtes erreichen wollt, ja, ihr setzt einen Safe State, okay. Danach, wir gucken mal, was der jetzt benutzen wird. Earthquake. So, ich sage euch jetzt den Trick. 62 KP Schaden. Bisschen zu viel. Ich will, dass er mir weniger Damage zufügt. So, dann 99 mehr als eben. Ja, wir wollen, dass er mal ein bisschen mehr als 100 Damage zufügt, okay? 104, guter Roll, nice. Und theoretisch kann man das die ganze Zeit wiederholen. Also wenn ihr wirklich struggelt, wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie legit zu spielen, kann man das mit Save States immer ganz einfach machen. Nur für den Fall, dass ihr es noch nicht wusstet. Man kann das auch wirklich so drauf anlegen, dass wenn der Gegner wirklich nur Moves hat, die halt verfehlen können, dass man das so oft macht, bis der Move verfehlt. Oder man macht das halt so oft, bis man selber crittet. Also theoretisch funktioniert das eigentlich ganz gut so. Egal, never mind. Wolltet ihr sowieso nicht wissen. Wir drücken Earthquake. Cheetah Bang. Das war ja nur kurze Simulation. Ich abuse das ja nicht. Ich wollte das nur den Leuten zeigen, die es eventuell nicht wissen. Und von denen wird es ja da draußen wahrscheinlich den einen oder anderen geben. Hey, Evanation! Wie geht's dir, mein Freund? So, wir predikten Erdbeben. Gehen also auf Battle raus. No way! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist jetzt nicht passiert. Mella, mein Freund, wie geht's dir, Mann? Habe ich immer genutzt, um legendäre Pokémon zu fangen? Genau, beim Fangen von Pokémon geht das natürlich auch. Outsmarted? Ja, da hat der Gegner mich tatsächlich outsmarted. Okay. So. Garchomp! Ja gut, das sollten wir schaffen, oder? Solange das Garchomp mich jetzt nicht irgendwie fies crittet. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Freeze! Das kann jetzt was werden. Das kann jetzt was werden. Crunch, okay. Fuck. Okay. Critical Hits. So, wie machen wir das jetzt am besten? Aura bringt mir hier am wenigsten. Cheetah Bang. Alter, lösch den Clip. Lösch den Clip, Creepy. Lösch den Clip. Holy shit, das wollen wir hier nicht haben. Okay, Earthquake ist in Ordnung. Das war Earthquake Nummer 3. Ich habe nicht allzu viele Heil-Items. Das wird jetzt ein Problem darstellen. Leech Seed muss treffen. Leech Seed muss treffen. Fuck! Oh mein Gott. Okay, Reflect. Max Revive Milotic, GG, oder? Niemals! Lösch den Clip! Okay, lass ich jetzt drauf ankommen, dass ich jetzt eventuell gecrittet werde. Ich believe, ich werde nicht gecrittet. Ich habe jetzt Reflektor draußen. Ich muss nur noch treffen, dann haben wir gewonnen.
Okay. Und er darf mich nicht critten. Champion der Pokémon-Liga. Ja, wie war das? Regi, du hast 20 Level Unterschied. Und ich habe nicht mal gecheatet. 25 Level. Es waren sogar 25 Level. Ja. Ja, weiß ich nicht. Ich fand jetzt auch den Schwierigkeitsgrad vom Spiel nicht so krass, dass ich mir dachte, ja, ich werde jetzt hier irgendwie offscreen trainieren. Ich platze so viel gegessen, Tali. Uff. Okay, nice. So, Spiel wurde geschafft. Spiel ist vorbei. Denkste, eine komplette neue Region steht noch an. You're back! Congratulations on winning the Zeri League. Professor Jasmine wanted me to tell you to visit her at her lab. Let's go. Frag mich immer, auf welchen Punkt so der Breaking Point ist, an dem Levelunterschied nicht mehr mattert. Ich glaube, an dem Punkt, wo du halt wirklich genug beisammen hast an guten Monstern und einem guten, ausgewogenen Team. Hi Reggie, I'm so happy that you managed to beat Zeri Elite 4. You're really a great Pokémon trainer. This is a historic achievement. However, your journey is not over. There are still 8 gyms and an Elite 4 in our neighbor region of Lauren. And after that, the World Championship, I told Professor Ellie, an old friend of mine, that she should be expecting you. Okay. This ticket will allow you to travel by ship from Zeri to Lauren. And back again. To do so, just go to the port of Seanport City. Okay. Holzner, hast du VIP redeemed? Also hast du es jetzt schon redeemed? Weil dann müsste ich es dir manuell geben, deswegen. Normalerweise geht ein Alert an, oder sollte ein Alert angehen. Aber ich bin halt noch nicht auf den Stream Elements Alerter umgewechselt, weil, naja. Hab ich. Hast du? Meine Damen und Herren, ein sehr, sehr geiler Moment. Ja, und zwar wird der liebe Holzner jetzt von mir ge-VIP'd. Für einen Monat erstmal. Zack! Holzner ist jetzt VIP. Fuck you! Und Congratulations an der Stelle an den guten alten Holzner. Danke dafür, Mann. Ja, dass du immer so munter, fröhlich am Start bist. Thank you, sir. Hi. ja, wie das Ganze funktioniert, ist ganz einfach. Er hat halt einfach seine Punkte redeemed für VIP einen Monat. Und nochmal einen guten Abend mit meiner Pizza im Mund. Chinkas! Du hast irgendwie gefühlt jeden Tag Pizza im Mund. Willkommen zum Stream. Guten Abend. So, jetzt können wir in die neue Region, Leute. Ja, auf geht's. Leute, 8 weitere Arenen warten auf uns, inklusive einer kompletten neuen Region und Elite 4. Habt ihr da Bock drauf? Nice. Ja, nice. VIP kostet 5000. Mystic Water, nice. Uff, direkt gamblen. Oh, shit. Der Heaven Nation will es jetzt aber wissen. Er geht. Geht er all in? Wird er all in gehen? Wir wissen es nicht. Er geht all in. Er geht all in. Was sagt die Maschine dazu? Warum klappt das wieder nicht? Gute Frage. Ist das auf dem Cooldown? Who are you? It's Reggie. He's the Zeri Champion. Okay. Oh, neuer Rivale. I see. Ja, ich glaube, es gibt einen Cooldown tatsächlich. Hast du schon eben gegambelt gehabt? Dann ist es wahrscheinlich der Cooldown. Okay. Sunnertown. Das ist Annie, Leute.
Today I ate enough protein that my attack increased too. 1:1 Annie. Ah, du bist gerade eben schon all-in gegangen. Ah, okay, okay. Da musst du dich leider noch ein paar Minütchen gedulden. Immer schön die Proteine am Snacken. Der gute Annie. Ja, ist im Cooldown, deswegen. Die MD-Proteine. Du meinst wohl die MC-Proteine. Ah, Justin, wenn du weiter so frech bist, ne, dann verprügelt der dich. Ich würde mal aufpassen. Der Annie droht gerne anderen Leuten Prügel an. Ich spreche aus Erfahrung. Ich will mich von Twitch betrogen. Keine Ankündigung, dass der Regie 137 fake streamt. Wenn ihr Ankündigungen wollt auf eure Handys etc. pp. Per Push-Mitteilung, einfach oben den Follow-Button drücken und dann noch die Glocke anmachen. Ja, wenn ihr die Glocke anmacht, werdet ihr immer informiert. Okay? Dementsprechend, Leute, wenn ihr keinen Stream verpassen wollt, macht die Glocke an. Hey, The One Karpfen, was geht? Willkommen. Regi, hast du oder Kira schon von dem Handy-Game Will of Nen gehört? Will of Nen? Ist das das Hunter-Hunter-Mobile-Game? Du musst natürlich den richtigen Filter auswählen, ne? Also wenn du einen Emulator hast, der nicht so etwas zur Auswahl hat, dann hast du eine alte Version. Ah, nicht gut, nicht gut, du One-Karpfen. Ich weiß nicht, also ich muss gestehen, ich bin von Kryphook irgendwie nicht so begeistert. Ja, ich spiele über den Visual Boy, richtig. Ich habe Haku 2X ausgewählt. Hm, das ist weird. Er ist ein Hunter Hunter Mobile. Ja gut, das Hunter Hunter Mobile Game, das kennt die Kira natürlich. Es gibt ja nur ein einziges, soweit ich weiß. Ja, ich schau mal. Wenn es hier irgendetwas gibt, was gut ist, dann können wir das ruhig schon mal ins Team nehmen. Weiß auch gar nicht, wie krass die Region hier ist, vom Level her. Also bisher ist es recht angenehm. Begeistert. Ja, Kryphook ist super, super boring. Hey Philipp! Kryphook raus, Giratina rein. Ah, das ist schon geil. Giratina rein? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Das sagst du aber auch nur, weil es Raidicat heißt, oder? Ne, warum soll ich den Rose Raid ins Team nehmen? Ich bin noch mit Holzner mehr als zufrieden. Holzner hat gerade durch die Liga gecarried. Ich glaube, ohne Holzner hätte ich das nicht geschafft. Ne, Marcy ist da, nee, der war zumindest eben die ganze Zeit da. Also hör mal auf, hier andere zu verpetzen, du kleine Petzliese. Siehst du, der Marcy ist da, du kleiner Lysop. Ah, das ist der Visual Ball 1, ne, Version 2.3 oder Version 23, glaube ich. Steht da zumindest. Weil Rose Raid toll ist. Ich finde Rose Raid auch nice. Aber naja. Ich würde da jetzt nicht so Stress machen.
muss man auch nicht können. Ja, eben. Du hast wahrscheinlich einfach nur Darklight eingegeben und das X vergessen. Scheiß Annie. Erstmal andere Leute anschwärzen, ne? Aber selber nicht besser machen können. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr alte Version, Nivuzu. Das ist Root. Das ist so rude. Ich bin gespannt, wie lange jetzt wie lange wir jetzt hier mit der Region brauchen werden. Ich denke nicht allzu lang. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es hier jetzt wieder so eine richtig krasse Story gibt. Hey Skyblader 92, was geht ab? Was ist mit den ganzen Sky-Leuten los? Wir haben Skyblader, wir haben Skyrunner. Dann haben wir noch einen anderen Sky. Wir haben so viele Skys hier. Ist der Wahnsinn. Ich habe einen VBA 1.8. Ich habe 2.3 und der ist sogar schon super lange oder super alt. Skyplay. Ach, bei mir geht auch nicht viel ab. Das Übliche. Wir spielen ein bisschen Pokito Monster Action. Ja, kann mich nicht beschweren. Laut Karte ist die Insel auch kleiner. Ja, die sieht auf jeden Fall kleiner aus. Der Himmel ist Sky. Sky is the limit. Wo sind die Earth-Leute? Earth-chan! So, Layron kommt jetzt auf die Box, weil ich auf Layron keinen Bock habe. Dafür kommt Radicat rein. Borregi, du kannst so Legis spielen! Vor allen Dingen, das sind, wisst ihr, was das Witzige hier ist? Das sind die Giratina Fat Giratina Stats. Das sind nicht die Giratina Origin Stats. Redrafte Smetwo. Ah, nee, danke. So. Während wir an dieser Stelle ein klein bisschen, das Tempo vom Spiel runtergeht, will ich es mir nicht lumpen lassen und euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir einen Merch-Store haben. Ausrufezeichen Merch mit richtig coolen Designs wie dem hier. Ja. Und ihr unterstützt mich tatsächlich sogar dadurch, wenn ihr da in dem Merch-Store was holt und ihr tut was für die Community. Und ich sag mal so, wenn euch die Designs gefallen, schlagt zu. Denn, wenn die gut ankommen, können wir natürlich demnächst mal schauen, ob wir nicht mal andere Designs auch reinnehmen. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Lol. Okay. Wir nehmen einfach Snivy. Yes! Yeah, my boy! Skyblader, hoffentlich ist meine Überraschung ein Erfolg. Vielen lieben Dank, mein Freund, für 2 Monate der Treue. Willkommen zurück. Danke dir. Ja, das dünne Giratina wird halt echt hart diskriminiert, das stimmt schon. Ja, 5. Gen-Starter sind halt echt meh. Naja. Ah, okay, dann gehen wir halt die andere Seite. Ich kann mir leider erst nächste Woche was aus dem Merch-Store kaufen. Ach, alles gut. Kein Stress. Holt euch doch das Zeug nur, wenn ihr auch wirklich wollt. Das Witzige ist aber tatsächlich, dass wenn Leute was aus dem Merch-Store bestellen, tatsächlich ein Alert auch im Stream losgeht. Ja. Wir haben das heute ausgiebig getestet, nachdem es am Anfang Probleme gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile funktioniert, aber eigentlich sollte es funktionieren. Ich will es nur nochmal sagen. Eigentlich sollte es tatsächlich funktionieren. Hoffe ich zumindest. Wird es einen Meme-Pick im Draft geben? Nee, ich bin diese Season Tryhard 7 wie sonst was. Ja, der Giratina-Spike ist echt nice. Ich finde es halt nur blöd, dass die Statuswerte so kacke sind.